Kommen wir direkt zum nächsten Mythos, nämlich, dass Hunde nicht mit im Bett schlafen sollten und nicht auf die Couch sollen. Das kommt eigentlich daher, dass viele Menschen dann sagen, naja, dann gibt es keine richtige Hierarchie. Der Mensch muss ja der Rudelführer sein und wenn der Hund jetzt mit im Bett schläft oder auf der Couch ist irgendwo, dann wäre das nicht gut für die Beziehung. Das ist grundsätzlich natürlich auch eine Sache, die völliger Quatsch ist. Ein Hund darf prinzipiell auch auf eine Couch, kann auch mit ins Bett, ist sogar wichtig, dass Hunde kuscheln gerne, Hunde liegen gerne Kontakt, das machen sie untereinander auch, das fördert sogar die Beziehung und jeder Mensch kennt das auch, dass es einfach schön ist, mit dem Hund zu kuscheln, dass das Spaß macht. Man kann natürlich im Einzelfall mal sagen, wenn ich jetzt einen Hund habe, der irgendwo da sich eine kleine Krone aufzieht, der der King ist, wo viele Sachen nicht stimmen, dass ich gezielt im Training Privilegien nehme, dass ich ihn von der Couch runterschmeiße oder auch wenn der Hund plötzlich anfängt anzuknurren, den Menschen oder andere, weil er sagt, das ist mein Platz, dann würde ich sowas natürlich behandeln, dann würde ich das nicht zulassen. Grundsätzlich kann man aber sagen, ist natürlich kein Problem, wenn der Hund mit auf der Couch ist.